Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone in der Arena. Wir starten direkt durch mit einem kleinen Spiel mit unserem Priester. 3 zu 1 steht es inzwischen. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Lose gehabt gegen einen anderen Priester. Priester gegen Priester verträgt sich nicht so gut eigentlich. Merkt man ja immer mal wieder. Oh, gegen Rexar. Deadhead. Ich weiß nicht, aber der Name sagt mir komischerweise was. Frag mich nicht, woher. Ich kenne auch nicht alle Namen, die ich hier kenne. You know. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Starthand. Wir haben einen Dreier-Drop, einen Vierer-Drop als Follow-Up, den wir zwar nicht gleich spielen können, aber wir können noch einen Dryer hier nehmen. Ja, jetzt muss der gute Herr Deadhead natürlich erstmal nur noch auswählen. Komm schon, Deadhead. I know you want it. Okay, er hat 2 Stück gewechselt. Wir kriegen den Coin. Ich finde, ehrlich gesagt, mit Coin kann man um einiges besser spielen. Erstmal Greetings. Zwar ist es von Blizzard mal irgendwie durch eine Statistik bestätigt worden, dass irgendwie, ich glaube, über 50% der Siege gehen an denjenigen, der zuerst spielen darf, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe immer so das Gefühl, es kommt immer auf den Spieler an. Jetzt muss ich mich hier mal ganz kurz nach hinten lehnen. So, ein bisschen entspannen muss sein. Er macht uns 2 Schaden, das ist für uns natürlich kein Problem. Die Frage ist jetzt, sollen wir ihn direkt rausspielen? An sich hätte ich mal gesagt ja, weil dann können wir nämlich im nächsten Zug direkt hier unser Thought Steal einsetzen. Und ihm 3 Schaden machen. Er hat uns zwar jetzt 2 Schaden gemacht, aber da gehen wir jetzt einfach mal ganz gepflegt drüber. So. Kiste kaputt. Dach kaputt. Stein kaputt. Einmal unten. Glas 1. Glas 2. Glas 3. Lampe aus. Tür zu. Schild kaputt. Da oben dieses komische Ding weg. Der Ziegel. So, perfekt. Es ist so gelaufen, wie wir es gewollt haben eigentlich. Wir ziehen 2 seiner Karten und können ihm 3 Damage ins Gesicht machen. Ist schon mal gut. Wir haben jetzt ordentlich was auf der Hand. Die Karte ist natürlich richtig, richtig geil. Man kann zwar mega viel Glück haben, aber auch sowas von Pech. Das ist so richtig... Oh, ich liebe so dieses... In Hearthstone diese Randomness. Auch wenn es noch so dumm klingt, das ist einfach geil teilweise. Oh, das ist natürlich jetzt richtig schön. Weil wir da nämlich jetzt hier den entgegenspielen könnten. Aber das, wollen wir das? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, wir könnten das hier spielen, aber dann können wir das hier nicht mehr spielen. Das heißt, wir haben kein Follow-up mehr. Das wollen wir eigentlich nicht. Andererseits würde ich das schon machen. Hier, zack, da drauf. Noch ein Dark Cultist. Ha, Junge, dann können wir ja gleich ausspielen. Und dann machen wir den nämlich weg. Oh, natürlich sehr, sehr schön. Den müssen wir jetzt leider im nächsten Zug traden. Ah, das war... Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Wie viel Schaden macht der Multishot nochmal? 4 an jedem, oder? 2 an jedem. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Er hat jetzt natürlich den Vorteil, dass wenn ich jetzt jemanden heilen würde, würde er ja dieser Shadow Boxer natürlich auch Schaden machen an unseren Minions. Was wir natürlich nicht so wollten. Ah, okay, ein Silverhand Champion. Greift er noch an? Ja, er geht aber ins Gesicht. Das ist vollkommen okay. Ha, der Shadow Boxer. Eine sehr, sehr beliebte Karte natürlich. Boah, jetzt mal gucken hier. Ich hätte mal gesagt, wir machen so. Zack. Dann spielen wir den hier raus. Das sind 2. Dann spielen wir... sie hier raus. Machen hier Damage. Healen jetzt... Boah, sollen wir das so machen? Ja, das machen wir. Zack. Oh, das war ziemlich dumm, was ich hier gemacht habe.
Das Gute ist, wir können jetzt so machen. Und so. Eigentlich wäre das schon tot gewesen, aber irgendwie war ich zu dämlich gerade noch dafür. Wir haben jetzt ein sehr, sehr stabiles Board auf der Hand. Auf der Hand, was rede ich denn schon wieder? Auf dem Board natürlich. Wir haben ein sehr, sehr stabiles Board. Jetzt habe ich schnell einen Schluck nehmen müssen, tut mir leid. Als nächstes würde ich den Sechser rausspielen. Oh, let the dogs out. Who let the dogs out? Ja, okay, sorry. okay. A Sea Giant, what the fuck? Ist natürlich richtig OP. Und wir können im Moment nichts dagegen machen. Er wird natürlich jetzt einen von meinen Cultists töten. Ah, nee, er geht auf mein Ding. Okay, das wären dann schon mal drei Stück weg. Dann würde er den Einser noch traden, höchstwahrscheinlich. Ja, und seinen Zug beenden hoffentlich. Jetzt stellt sich uns nur die Frage... Oh, 14, okay, das ist nicht so gut. Jetzt stellt sich uns nur die Frage, was machen wir jetzt? Spielen wir Mind Games? Wäre natürlich richtig geil. Wenn wir was Geiles kriegen würden. Andererseits, wenn wir jetzt hier irgendwas Stabiles aufs Feld bringen, ist es natürlich auch zu unserem Vorteil. Bei Mind Games könnten wir ihn halt noch healen und ihm 6 Schaden machen. Das machen wir jetzt einfach mal. Lass uns das Glück entscheiden lassen. Komm schon! Really? Wir gucken mal, wem wir Schaden machen. Lol, wir machen ja niemanden Schaden mehr. Fällt mir gerade ein. Es wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn beide gestorben wären und unser Ghoul einfach, unser Ghoul dann hier irgendwas mit Ultra, Mega, OP, HP hätte. So knappe und so. er muss jetzt erstmal mit seinem Giant durch unseren Ghoul durch. Das heißt, er kriegt mindestens 2 Schaden. Und dann können wir ihn wiederum töten. No! No way. Ah, gut, natürlich. Jetzt ist die Frage, tradet er? Oder geht er ins Gesicht? Also ich würde jetzt mit dem ins... obwohl, er muss jetzt so langsam ein bisschen auf safe spielen. Ja, er tradet. Das heißt, und der hier kriegt jetzt gleich plus HP. Ne, er geht ins Gesicht. Ja, er geht ins Gesicht, Tatsache. Oh. Und der Giant kriegt natürlich noch plus Angriff. War ja klar. Hm. 9 minus 2 bringt mir halt leider nicht so arg viel. Wie viel Schaden kriegen wir denn? 39 sind zu viel. Aber wir spielen jetzt trotzdem den... Ah, shit. Doch, wir spielen's. Zack, raus damit. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass er die 2 Giants tradet, ehrlich gesagt. Andererseits könnte er natürlich jetzt einfach so ein komisches Hunter's Mark haben, wo er unseren Giant dann auf 1 setzt. Tricky. Deadly Shot. Oh shit. Wer kriegt's? No. Warum er? Ah, jetzt macht er natürlich mit unserem, mit seinem 3-4er und seinem 8-3er weg und haut sein Ding hier ran. Ah, es läuft nicht so geil wie... Oh, okay. Es läuft echt nicht so geil gerade. Jetzt kann er einfach hier traden. Niemand wird diese, diese Plus-HP erhalten, leider. Ah, shit. Okay. Wie viel Schaden macht er? 9 plus 3 sind 12. Das heißt, wir überleben das knapp. Das heißt, wir spielen ihn hier. Wie viel Schaden macht er nochmal? 9 und 3 sind 12. Wir haben 13. Das heißt, wir werden mit seiner Hero Ability tot. Das heißt, wir healen uns lieber. Dann überleben wir vielleicht, wenn wir Glück haben, mit einem HP. Und wenn wir viel Glück haben, traden wir nämlich jetzt hier seinen Golem dann noch weg und können uns wieder hochhealen mit unserem, hier unserem Fünfer. Er hat ja natürlich jetzt die Hoffnung, dass er einen Charge zieht. Wenn er das jetzt gemacht hat, haben wir echt die Arschkarte gekriegt. No! Kein Charge! What? Wow. Ja, natürlich, weil wir genau 15 haben, hat er jetzt natürlich einen neuen 9er auf dem Feld.
Alter, das ist ja natürlich richtig mies. Okay, er macht uns ordentlich Schaden, aber wir haben noch immer noch HP. Shit, ich habe gerade auf den Shadow World Death gehofft, ehrlich gesagt. Wir haben eigentlich keine andere Chance, außer ihn hier jetzt zu traden. Den hier müssen wir auch spielen, sonst sind wir tot. Minus 2 Attack this turn. Wir sind tot, oder? Wenn ich es richtig rechne. Deswegen müssen wir uns healen. Sind aber trotzdem, glaube ich, noch tot. Das würde jetzt weggehen, leider. Ja, wir haben verloren. Wir sagen aber jetzt mal noch nicht well played. Vielleicht hat er es noch nicht gesehen. Der gute Hunter. Ah, er hat es gesehen, oder? Er hat's gesehen, shit. Well played. Ah, da sind die Karten nicht richtig gekommen. Schade, schade, Marmelade. Ah, damit haben wir leider wieder ein Lose mehr. 3-2. Ja, da hätte ich mal gesagt, wir machen noch gleich eins hinten dran. Ein kleines, schönes. Wer weiß, vielleicht ist es das letzte für diese Runde. 3-2, könnte ja 3-3 draus werden. Oder wir schaffen endlich noch ein 4-3. Wäre natürlich echt geil mit dem Priester jetzt mal. Da er uns ja so viel Pech immer gerade in letzter Zeit gebracht hat, könnte er uns ja jetzt einmal Glück bringen. Also Pech im Sinne von, wenn er gegen uns gespielt hat. Oh, gegen den Warlock. Das ist immer so eine Sache gegen den Warlock. Den 6er tun wir einfach mal weg. Ich finde den jetzt hier gerade unangebracht. Wir kriegen, jawohl, Shadowboxer. Richtig gute Karte. Richtig gute Starthand wieder. So, also als erstes werden wir... Oh, du hättest kommen müssen vorhin. Du bist schuld, dass wir verloren haben. Das heißt, im ersten Zug werden wir erstmal den Shadowboxer spielen. Mal gucken, wie er, dieser Hexmeister, hier sein Deck hier gemacht hat. Er coint auf jeden Fall was. Und 2-1er Loot Horderer kann gegen unseren Shadowboxer Gott sei Dank nicht ankommen. Oder wir spielen den Trock. Wäre auch gut. Aber nee, wir spielen den Shadowboxer in der Hoffnung, er hat keinen Mortal Coil. Weil sonst kann er natürlich unseren Ding wegtraden und zwei Karten ziehen. Nee, er Life-Tapped, finde ich gar nicht mal so dumm. So, sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Wir spielen den Trock. Der dann ja gebufft wird, wenn es dumm läuft, wenn er einen Spell spielt. Wie viel kriegt er nochmal? Plus 1, gell? Ne, nur plus 1 Attack. Okay, er greift mich weiter an mit seinem 2-1er und heilt sich schon mal. Zack, weg ist er. Er zieht eine Karte. Es war wahrscheinlich geplant von ihm, hätte ich mal gesagt. Wir haben 4, das heißt also, ich würde jetzt sagen, wir machen das so, greifen mit... Ah, was haben wir erst? Healen? Ja, komm, wir healen erstmal in der Hoffnung, um zu sehen, dass er ihn hier trifft. Komm! Yes! Dann nehmen wir den Shrinkmeister, machen so. Machen so. Und gehen ihm ins Gesicht. Jetzt hat er natürlich sein Hellfire auf der Hand. Tötet unser ganzes Feld. Nee. Deal 2 Damage. Ah, okay. Nicht so geil für uns gerade. Nicht so geil. Ich hätte mal... Ah, sollen wir jetzt mal schon Fortseer? Sollen wir? Oder den hier? Nee, komm, wir spielen den. Healen ihn. Und machen 3 Schaden dem guten Herr Hexenmeister uns gegenüber. Haben wir ihn gegrüßt? Ich weiß gar nicht. Haben wir ihn gegrüßt? Greetings. Ich glaube, in letzter Zeit ist hier ein bisschen das Katapult-Buggy, weil wenn man hier den Stein drauflegt, dann wird er nämlich schon vorher angezeigt, bevor man ihn abgelegt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen buggy ist oder ob das irgendwie so gewollt ist. Aber das ist ja nicht hier und so. Mind Games. Sollen wir es wagen und Mind Games spielen? Komm, wir hauen das jetzt einfach mal raus. Hier, komm. Warum kriegen wir immer diese Kackkarten bei Mind Games? Hier, ein Schaden bitte da drauf. Jawohl, nice. Jetzt ist die Frage, wen greift an? Ich hätte mal gesagt, er greift unseren 2-3er an. Wäre natürlich das Sinnvollste.
Kommt aber jetzt natürlich auch drauf an, was er spielt. Vielleicht geht er uns auch mit 4 direkt ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie der gute Herr Ivar Zaru. Ne, er geht natürlich auf unseren Ding hier. Und freest unseren Dingens ein. Ha! Holy Nova! Holy Nova, hätte ich mal gesagt. 5-5, da hat aber zu wenig, leider. Es bringt uns ehrlich gesagt nichts, die Holy Nova zu spielen, weil was sollen wir machen? Er würde ihm hier 2 Schaden machen, würde noch leben. Hier 2 Schaden machen, hätte 3 HP noch. Das bringt uns gar nichts, deswegen ziehen wir eine Karte. Wir haben keinen Demon in unserer Hand. War das cool, Dämon? Ne, Minion. Aber wir könnten hier ein Taunt beschwören da draus. Das ist natürlich jetzt schon geil, weil jetzt können wir hier mit dem 3-4er. Hätte ich mal aber gesagt, gehen wir ihm ins Gesicht. So. Aber wenn er jetzt ein Hellfire spielt, macht er sich auch Schaden. Wenn er jetzt hier, ja, okay, er tradet natürlich so, das ist natürlich logisch. Wir kriegen eine Karte aber dafür. Tradet hier nochmal, dann haben wir den 2-1 auf dem Board. Und jetzt macht er, was? Hat er einen Heal? Nee, Wargold, okay. Okay. Not so funny. Aber wir haben natürlich hier unseren Big Game Hunter. Den setzen wir jetzt gleich auch mal ein. Oder reicht es dann? Holy Nova sind 5, wir haben 8, sind 3, passt. Zack, zack. Holy fucking Nova. I'm sorry, man. Sieht gerade noch gut aus. Sieht noch gut aus. Bis jetzt. Nächsten Zug könnten wir Ghoul spielen. Wäre echt mal cool, wieder den draußen zu haben. Der hat uns schon mal ein Spiel relativ gut gerettet. Ein Voidcaller, okay. Plus 3 Health. Wäre natürlich nice auf unseren, hier, auf den hier. Aber dann können, ich wollte eigentlich den hier rausspielen. Und vorher sogar noch, den Voidcaller. Zack. 8-8. Und wir mal hauen ihm natürlich richtig hart ins Gesicht. Beenden unseren Zug. Jetzt ist die Frage, kann er mit irgendwas unser Board clearen? Wenn er jetzt Mal'Ganis spielen könnte, Mal'Ganis hätte, oder Lord was weiß ich. Ja, natürlich scheiße. Power Overwhelming haut er natürlich raus. Wird vielleicht sein letzter Zug sein. Oh, noch ein Power Overwhelming. 11 Schaden. Was hat er jetzt? Habt ihr gesehen, wie schnell der angegriffen hat? Boah, als ob er die Hand ausholt und mit der flachen Hand dem ins Gesicht schlägt mit 11 Schaden. Well played. Okay, wir haben doch noch eine Runde gewonnen. Haben 4-3 jetzt, wenn ich es richtig weiß. 4-3, jawohl. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl. Bis die Tage denn. Tschüss.